soll was Kritisches zum G8-Gipfel sagen? Ohne Buschmaske? Schlechte Stimmung auf dem G8-Gipfel. Wegen der Merkel können die anderen 7 schon wieder keine Schovi-Witze erzählen. Und dann nörgeln die ganzen Buschdubel auch noch alle am Klimaschutzabkommen herum. Dabei kann doch auch jeder selbst was fürs Klima tun. Wie die Amerikaner, die immer öfter statt des Autos ein sparsames Golfkart benutzen. So kann man auch noch nebenbei an Schlaglöchern Putten üben. Andere Amerikaner dagegen freuen sich sogar über steigende Benzinpreise. Jedenfalls, wenn sie sich vorher bei mygallons.com Anrechtsscheine gesichert haben, um Benzin später zum heutigen Preis kaufen zu können. Und was steigende Benzinpreise noch für Vorteile haben, kann man hier beim Time Magazine nachlesen. Billigere Versicherungen, weniger Unfälle, weniger Übergewicht. Also, wir sehen uns dann gleich an der Tanke zum Feiern. Nein, man sollte das Auto wirklich öfter mal stehen lassen. Wofür gibt's denn Flugzeuge? Da kann man auch während der Reise viel besser schlafen, wenn die Stewardess es will. Bald hat nämlich vielleicht jeder Passagier solch ein Armband um, mit dem er einchecken, wiedergefunden werden, ja, und außer Gefecht gesetzt werden kann. Zum Beispiel, weil er betrunken ist oder ein Terrorist oder gerade Milchzähne kriegt. Ja, in der Luft kann man ja nicht einfach so weglaufen wie am Boden. Da geht das allerdings auch nur, wenn der Notausgang klar und deutlich beschildert ist. Was gar nicht so leicht ist. Der Notausgang-Symbolmännchen ist, wie man in diesem Video sieht, ein echter Knochenjob. Es gibt natürlich auch noch angenehmere Methoden, um einzuschlafen. Zum Beispiel mit einer wohl abgestimmten Dosis. Nein, nicht vom Exzenator. Von idose.com, wo man spezielle Rauschgeräusche runterladen kann, die angeblich bei richtiger Anwendung Kaffee und Schmerzmittel ersetzen können. Oder intensive Träume begünstigen. Zum Beispiel so einen wie den des Künstlers Markus Neidl. Ein gemalter Endlos-Albtraum, der mal verrät, was nachts mit den kleinen Schäfchen passiert, nachdem man sie ausgezählt hat. Allerdings ist das immer noch harmlos im Vergleich zu Fucking Hell, dem mysteriösen und düsteren Kunstwerk von Jake und Dinos Chapman. Ein Remake ihrer Skulptur Hell, die 2004 von einem Feuer zerstört wurde. Noch ein kleiner Tipp. Wer im Flugzeug doch die ganz klassische Ohnmacht durch zu viel Alkohol bevorzugt, der sollte bei der Stewardess auf keinen Fall Verdacht erregen. Zum Beispiel, indem er auf Muslim Channels TV rumsurft. So eine Art muslimisches YouTube, wo die User natürlich auch eigene Videos hochladen können. Ist doch schön, dass man fremde Religionen so besser kennenlernt. Oder auch so. In der Chapel of St. Martin, die liebevoll gestaltete und bedruckte Einmann-Pappkathedrale des Künstlers Dave the Chimp. Ja, in den Großen ist sonntags auch nicht viel mehr los. Ich hoffe, das hat jetzt bei niemandem religiöse Gefühle verletzt. Diese Kartonkirche war sicher nicht abwertend gemeint. Und sowas kann man ja natürlich auch noch ein bisschen verschönern. Wie hier zum Beispiel bei der Extreme Makeover Homeless Edition, wo die Wohnexperten wieder wahre Wunder vollbracht haben und James deswegen seine Unterkunft kaum wiedererkennt. Also, wie gesagt, nicht zu ernst nehmen. Ja, es gibt ja so sehr konservative Menschen, denen ist es sogar peinlich, Liebesspielzeug zu kaufen. Selbst wenn ihre Frau sie nett darum bittet. Aber zum Glück findet sich ja auch in solchen Fällen meist ein barmherziger Samariter. Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. Also, nichts gegen Religionsfreiheit, aber muss das hier sein?